So, willkommen zurück zu Adam's Venture. Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt. So, jetzt muss ich mal gucken. Also, wir waren jetzt dabei gewesen, dass der erste 2 braucht bis zum Ausgang. Der zweite braucht 4. Ich schreibe mir das mal so auf, dass ich das ein bisschen besser drauf habe. Also 1, 2, 3, 4. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4 Scheiben. So, der erste braucht 2 Runden. Der zweite braucht 4 Runden. Der dritte braucht auch wieder 2 Runden. Und der letzte braucht eine Runde bis zum Ziel. So, wenn ich jetzt den Vierer aktiviere, das müsste der hier sein, oder? Warte mal. Nee, der ist das. Der braucht 4 Runden. Ach, genau, ich weiß, welche ich aktiviere. Ah, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht in der letzten Folge. Kann das sein? Ich muss den aktivieren, wenn er auf 2 ist. Fast. Fast richtig. Fast richtig. Aber ich hätte noch eine Runde warten müssen bei dem. Ich hätte bei ihm hier noch eine Runde warten müssen, oder? Sich das. Nee, warte mal, hä? Oder muss ich erst. Nee, ich muss erst die beiden aktivieren. Dann ihn und dann ihn. Jetzt müsste es stimmen. Oder? Nein! Ach fuck, der geht ja in die andere Richtung. Nein! Verdammt. Stimmt ja, da war ja was. Der braucht ja, der geht da in die andere Richtung. Das heißt, ich muss echt den aktivieren, bis der nur noch auf eine Runde ist. Eins, zwei, drei und jetzt ihn. Nein, fuck. Ah, Mist. Fast. Der muss auf 2 sein, nicht auf 1. Der muss noch 2 Runden haben, dann geht das. Dann funktioniert das so, wie ich das mir denke. Also, ich aktiviere ihn. Warte auf 2 Runden noch. 1, 2. Und dann. Ah, nee, den unteren hätte ich jetzt warten müssen. Nein. Ich hätte mit dem unteren jetzt warten müssen. Verdammt, nein. Oh Gott, ist das hohl. Verdammt. Aber ich bin nah dran an der Lösung. Ich bin gleich fertig. So. Also, den aktivieren. Eins. Zwei. Die beiden aktivieren. Und jetzt müssen wir warten, dass der hier ist. Ja, und jetzt müsste es passen. Ja. Jawohl. Läuft. Sehr schön. Bring oil to the basements. Now we also need to ignite them. Follow me. Ah, wie cool. Ich mag sowas. Ich mag solche Spiele, wo man so ein bisschen den Kopf anstrengen muss. So. Ich meine, ich mag auch andere Spiele, aber ich finde sowas immer ganz cool. Na? So. Lalala. Da wird das Denkvermögen nämlich immer gebraucht. Oh Gott, was I haben wir can use hier? my torch to ignite this. Ich könnte meine Fackel benutzen, um es anzuzünden. Okay, warte mal. Ich probiere es mal. Ich nehme mal meine Fackel, die ja irgendwo, die irgendwo herholt. Und dann versuche ich das mal anzuzünden. Ja. Ich zünde mal alles an. Hier auch. So. Und hier auch nochmal. So, jetzt haben wir hier die Hebel. Ich weiß nicht, wofür die. Muss ich hier alles einfach nur runterdrücken und das war's dann schon? Oder ich glaube, da steckt doch mehr hinter, oder? Das ist doch nicht alles, oder? It worked and still no sign of the Clairvaux. Looks like we'll be able to Tatsache. Oh secure mein Gott. Solomon's treasure before they can lay their greedy hands on it. I Sie sure rennt schon wieder hope so. vor. Even though I enjoy your company, I would enjoy it even more if we wouldn't be stuck in all these ancient ruins all the time. That's kind of well, sweet actually. Sweet actually? Let's keep going. Sie rennt schon wieder vor, sie kann einfach nicht warten. Finde Salomons Schatz. Genau. Gucken wir mal. Salomons Schatz müssen wir jetzt finden. Bestimmt kommt jetzt noch so ein Mastermind-Rätsel oder sowas. Solomon's greatest treasure was his ability to do the butterfly stroke? I doubt it.
If I remember correctly, Solomon briefly worshipped false gods near the end of his life. This may be the sanctuary he built for them. And look, there's a doorway on the other side. There's still more down here. Yeah. Salomon hatte also einen Swimmingpool hinter seinem Thron. So, ich gehe mal hier rüber. Du kannst aber da drüben warten, Evelyn. Evelyn wants to play. Finde ich immer noch total geil. Evelyn wants to play. Und nein, ich werde dieses Spiel nicht nochmal spielen. Emily wants to play. Auch wenn viele immer fragen. Nein, wir waren bei 5 Uhr und ich habe mir reicht's. Vielleicht werde ich es für mich mal spielen. Nein, ich glaube nicht. So, das Spiel speichert. Was haben wir hier? Kann ich hier... Normalerweise wäre das Spinnnetz jetzt weg, aber... Naja, gut. Huch, die Fackel geht. Was ist das denn? Guck mal, hier die Fackel. Guck mal. Flup, 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 flup. Hä, wo sind wir denn jetzt hier? Und was ist hier zu... Hallo? Ernsthaft? Geronimo! Oh Gott, ich muss schwingen. Schwing dein Ding. Juhu. Wie still es auf einmal hier geworden ist. Wahrscheinlich kommt gleich Salomons Geist. Oh, Salomon. Oh, Salomon. Wer sitzt dort oben auf dem Thron? Oh, Salomon. Salomons Schatz. Ich bin gespannt, was Salomons Schatz ist. Nein. Was ist das für ein Rätsel? Oh Gott. Evelyn, can you feel it? We are here. Remarkably enough. Wie kommt sie? Alter, hoch! Wie kommt sie hier hin auf einmal? I should probably. You probably should. Hat sie auch so einen Haken? So einen Schweinehaken? Oh nein, was ist das denn? Oh mein Gott! Ah, ich verstehe. Ich glaube, wir müssen das alles einheitlich machen. Ach, die Farben müssen auch in die richtige... Ach so, deswegen in der Mitte die... Oh Gott. Ach du heiliger Strohsack. Das ist ja gar nicht easy. Also glaube ich zumindest. Ich probiere es mal. Ich probiere mal mein Glück, ob ich das irgendwie hinbekomme. Also da ist schon mal richtig. Trotzdem müssen wir ja irgendwie zum Beispiel Gelb da unten drin kriegen. Ich probiere das mal so. Dann... probieren wir mal Gelb auch mal da irgendwie hinzubekommen. In der Mitte muss Weiß sein, aber Weiß haben wir ja nicht. So, Rot muss nach oben. Ne, Quatsch, Rot muss nach links. Grün muss dahin. Oh Gott. Wir müssen Gelb irgendwie auch noch runterkriegen. So, warte mal. Grün muss oben sein, Rot muss... Wir müssen noch, Rot runterkriegen. Grün müssen wir nach oben kriegen. Warte, ich versuche mal eben Rot. Das müsste eigentlich... Wow. Schon fast richtig sein. Jetzt auch noch die richtige Reihenfolge. Verdammt, scheiße. Wir müssen jetzt nur den mittleren noch irgendwie gedreht bekommen. Das heißt, Gelb nach unten... ich versuche mal mein Glück. Wir müssen Rot rüber bekommen, ne? Oh Gott, 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 oh Gott. Boah, das ist gar nicht easy. Warte mal, wenn Grün da oben ist, wir müssen Rot nach links kriegen. So, Gelb müssen wir dahin. Warte mal, Gelb muss normalerweise nach oben, ne?
Dann muss grün... Warte mal, gelb da. Das heißt, wenn ich den jetzt drehe, ist gelb da, rot da. Das heißt, blau und grün müssen wir jetzt noch richtig kriegen. Das ist normalerweise braucht man eigentlich nur die tauschen. Dann müsste es eigentlich jetzt stimmen, theoretischerweise. Ja. Puh. Salomon Schatz. Ich bin erleuchtet. So. Dramatische Musik. Kaschmir. Tempel. Osiris. Lampen. Ich frage mich, wer die Lampen da hinten angebracht hat. Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich so kleine Minenarbeiter. So. Hier ist der Schatz, oder was? Der Schatz ist ein Buch. Nein. What the fuck? It's a book? Of course it is. Why didn't I think of that before? Don't you see? Solomon's greatest treasure was his wisdom. Which means the whole Clairvaux operation is pointless, since they're just looking for earthly treasures. You're right, they are. We should tell their manager this and make sure they leave this incredible place alone. Aha. Finde einen Ausgang. Salomons Weisheit ist also quasi der Schatz. Stimmt, der war ja immer so weiß. Also, seine Weisheit. Ja, irgendwie so. Was denn jetzt? Nein, es ist... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Adam! Ich komme! Hurry up! Ja, ich beeil mich! Alle stütz ein. Wir müssen das Buch der Weisheit müssen wir hier lassen. Sonst schaffen wir das nicht. Oh mein Gott! Dramatik pur! Werden wir es schaffen? Und wieso können wir jetzt hier lang gehen? Ich, okay. Werden wir es schaffen? Werden wir aus dieser Höhle entkommen? Das alles seht ihr in einer weiteren Folge bei... Huch. Ich hab's überlebt. Nein, wir sind noch da. Das alles seht ihr in einer weiteren Folge nach dem AV-Ladebildschirm. So. Was ist denn... Hallo? Hallo, ich würde gerne... Ich habe diese Wolke überlebt. Sir, ihr habt's there they are. The escaped prisoners. We found them. Down Mina here. 1. These two have become quite a nuisance. Get rid of them. You mustn't. You shouldn't. Oh, look what you've done to this place. And all for nothing. There is no treasure here. How very naive, Miss Appleby, is it? Do you really think we'd go through all this hassle for a dusty necklace and some copper coins? Take her away. Evelyn, no. Sir, the room's getting unstable. We should leave. Agreed. Leave the simpleton and go. We'll deal with Miss Appleby later. Evelyn, no. Adam, no. We need you! Guck mal, die Maus. Oh, wie süß! So. Toll. For Evelyn, no. Evelyn, no. So, Mina 1. They've got her. Wir müssen Evelyn retten. You left, Adam. You just left him there to die. I refuse to be part of this. You might as well kill me too. Don't worry, Miss Appleby. Your time will come. However, I still have need of you. Solomon's little gadgets are giving my men some trouble. You will solve that for me. Bring him out. Professor Venture! Miss Appleby, don't let them get to you. Keep refusing me and my uncle will no longer be the only professor who... Rette Evelyn Abraham. Say something else. Jetzt muss ich ein bisschen beeilen, glaube ich. They have my dad. Sie haben meinen Vater. Now, let's get back to these wonderful explosives. Let's see. Sir, I still don't really understand how blowing up the Temple Mount is going to bring us any closer to Solomon's goal. Wie ducke ich mich nochmal? To the Appleby woman, we... That is none of your concern. Right above your pay grade. Now be silent. I have done. Take the prisoners. We're leaving.